Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Okay, also irgendwie habe ich verlernt, mein Intro zu machen. Ist egal, weil ich komme direkt zum Punkt. Ich habe mich mit Ella und Melita verabredet und wir gehen gleich zusammen shoppen in die Stadt. Ich habe mich fertig gemacht und Melina hat mich angesteckt mit diesen Edges und ich dachte mir, ich mache es auch und ich bin jetzt irgendwie total obsessed damit. Deswegen habe ich sie mir heute wieder gemacht. Und dann habe ich ein Hemd, das ist von Mom und dann Ellas Hose und Ellas Trenchcoat und nur die Ohrringe gehören mir. Irgendwie gibt mir das mit dem Trenchcoat so Sherlock Home Vibes. Ich brauche viele Sachen und immer wenn ich im Laden bin, lasse ich mich von den neuen Produkten ablenken und vergesse dann, was ich brauche. Deswegen schreibe ich mir das jetzt hier auf, weil meine mentale Liste, die ist gerade irgendwie weg. Deswegen schreiben wir uns das alles auf, damit ich das auch nicht gleich vergesse. Und ich wollte euch das eben zeigen, weil Mom und Dad haben eine neue Pflanze geholt. Und ich fand das Körbchen so ästhetisch. Hi! Wie findest du meine Edges? Schön. Ja? Warum hast du keine? Ja. Meine Haare gewaschen. Oh. Stopp 1 Müller. Ich habe hier meine Einkaufsliste. Und wir arbeiten jetzt zusammen ab. Das ist fast schon. Oh, Terra Naturi. Welche Farbe soll ich nehmen? Was passt zu Frühling? Welche Farbe passt zu Frühling? Gelb. Nein. Oder pink. Oder blau. Ja, hier ist gelb, Melina. Ja. Nimm das hier. Das soll ich nehmen? Das? Boah, nee. Das, die habe ich schon, die Farbe. Ja. Aber die ist doch schön, oder? Schaut mal. Hey, die habe ich auch. Die hat Ella mir mal geschenkt. Ja, nehme ich die. Ist die gut? Oder war das das, was auf der Haut brennt? Ja, das war da. Nee, ich soll den oberen nehmen, oder? Ist das ein Tester? Nee, okay. Boah, der ist doch viel zu dunkel. Passt der zu mir so, an die Haut so? Nein. Bisschen dunkel. Ja. Das mittlere vielleicht so. Also es gibt auch andere Töne, oder? Das hier nimmst? Das ist auch Bronzer. Das ist irgendwie Blush. Das ist Blush, Highlighter und Bronzer. Oh nee. Doch. Passt das? Ja. Jetzt kannst du es kaufen. Nee, das ist nicht kaputt. Liquid Highlighter. Ich hab den. Ich brauche eine neue Wimpernzange. Sollen wir dich aufheitern und ein bisschen Bookshopping machen? Ja, komm, das machen wir jetzt. Also irgendwie hat Ella heute so richtig schlechte Laune, ne? Ach, Ella. Das cringe. Ich liebe diese One of Us is Lying Buchreihe, also ich kann sie nur empfehlen. Also irgendwie will ich das Buch haben. Sollen wir kaufen? Du kannst es kaufen, ich lese es dann. Wait, that's actually kind of smart. Also in diesem Buch hat seine Schule so schlecht bei so einem Test abgeschnitten, dass die Schule geschlossen wird. Und er kommt auf eine neue Schule, aber sein bester Freund Rupert nicht. Deswegen will er jetzt versuchen, die Schule zu retten.
Irgendwie weiß ich schon, dass das am Ende schafft, aber irgendwie will ich es trotzdem lesen. Macht das Sinn? Nein? Okay. Das habe ich früher gelesen, als ich in der Grundschule war und ich mag es irgendwie immer noch. Ist das cringe? Nein. Okay, oh, das Cover ist voll immer schön. Noch auf das neueste Buch von Dog Diaries. Ich auch. Wir warten alle auf das neue Buch von Dog Diaries. Wann kommt's raus? Eigentlich sollte es im Dezember rauskommen. Die haben auch ein neues Buch. Hey. Aber bei Dog Diaries auch. Guck. Bei Greg auch. Bei Greg auch. Aber wir wollen irgendwie alle Bücher lesen. Das ist mean. Das ist wirklich unfair. Das ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung, weil wir wollen auch solche Bücher lesen, ja? Hier, yes, Statement von Ecke. Period. Ändert ja. Das. Da können auch 13 stehen. Uns ist langweilig und deswegen gucken wir uns jetzt die Abiball-Kleider an. Und die sind irgendwie schon so fancy, ne? Oh, das ist so schön, das Kleid. Ja. Oh mein Gott. Ich will das haben. Ich auch. Das ist unser Motto. Das ist unser Motto, weil wir wollten uns an Halloween so verkleiden, ne? Aber wir haben es nie gemacht, weil es so kompliziert war. Das bist du. Das ist Ella und das bin ich. Ja. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Keine Ahnung. Also das wäre ich. Aber ich bin Buttercup. Ja. Oder war das Buttercup? Nein, das ist Buttercup. Ja, das ist Buttercup. Also Blossom oder Bubbles, Blossom ja. And Buttercup. Ja, genau. Nein. Doch. Nein, oder das was? Ist Bubbles. Das ist Blossom, das ist Buttercup. Ja. Okay, so the first thing I bought is this lash curler. It's from DM and it has like hast a Latzgummis im Boden. Hast du doch schon. But it was broken. Ach so, okay. Yeah, okay, so then I bought a bronzer because Ella won't let me use hers, so I bought my own. How much? I don't know, maybe it was like between 1 and 2 euros, maybe 3, but never mind. 10 euros? No, 1 and 2, between 1 and 3 euros. You make it like on your face so you don't look like a ghost, you know what I mean? But that wasn't everything. I bought a liquid highlighter! Do you are stupid? Bobby pins to make some vintage updo hairstyles, you know what I mean? And then I bought hair ties so you can use them again. It wasn't everything. Okay. I bought a face mask and an eye mask. It's like 2-in-1. Is this for me? It's like actually anti-age, but it's actually for me. I bought it for myself. What anti-age? Anti-age so you don't age. Okay. You don't look old. So you need this. Thank you. Oh. Augenmaske und Gesichtsmaske. Yeah, in English please. E-mask and face mask. Thank you. That wasn't everything. I bought a nail polish. Matching to the spring season. How do you know money in the pop money? Yes, I do. The thing is for your attention and I will get everything and put it in my makeup case.